In diesem Video möchte ich kurz was zur numerischen Simulation der Einkopplung von transienten elektromagnetischen Feldern in Leitungsnetzwerke erzählen. Das sollte eigentlich mal ein Vortrag werden auf der EMV-Konferenz in Köln in diesem Jahr, die leider Corona-Pandemie bedingt abgesagt werden musste. Deswegen möchte ich das hier gerne einfach als ein Video nachholen. Als Motivation für dieses Thema ist zu nennen, dass die Einkopplung von externen Feldern in Leitungen und Leitungsnetzwerken ein klassisches EMV-Problem ist. Das Fernfeld von Quellen kann man sehr gut als eine ebene Welle annähern. Die besteht aus einer E-Feld- und H-Feld-Komponente, elektrisches und magnetisches Feld, die senkrecht aufeinander stehen und die eine bestimmte Wellenform haben. Hier ist das mal einfach eine sinusförmige Welle, die sich dann in Ausbreitungsrichtung, in Richtung des Wellenvektors, in Richtung des Pointing-Vektors mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Und diese Welle heißt ebene Welle, weil die Wellenfronten als Ebene angenähert werden. Na, eigentlich, also die Quelle wäre irgendwo hinten, ist die Wellenfront natürlich sowas wie eine Kugelfront, aber wenn man sehr weit weg von der Quelle ist und sich nur einen kleinen Bereich anguckt, dann kann man halt die Wellenfront sehr gut als Ebene annähern. Und die nächste Näherung, die hier passiert, ist, dass die Welle oder die Amplitude der Welle natürlich dicht an der Quelle ziemlich groß ist und sich mit steigendem Abstand von der Quelle mit 1 durch R verringert und hier einfach angenommen wird, dass die Amplitude konstant bleibt, dass das Feld sozusagen homogen ist. Und diese beiden Näherungen erlauben halt eine sehr einfache mathematische Beschreibung dieser ebenen Welle, die ist nachher ganz nützlich, um eben die Einkopplung von dieser ebenen Welle in Leitungen zu berechnen und zu simulieren. So, das nächste ist, sind Leitungsnetzwerke. Also in der Praxis gibt es oft nicht nur Einzelleitungen, sondern sowas wie Leitungsnetzwerke oder Kabelbäume. Hier ist mal so ein Beispiel wahrscheinlich aus dem Kfz. Da sieht man, dass da halt Leitungen miteinander verknüpft sind. Also eigentlich sind das ja auch noch Mehrfachleitungen, aber wenn wir erstmal nur an dem Gleichtaktstrom auf diesen Leitungen interessiert sind, über einer Massefläche, also zum Beispiel der Karosserie von dem Auto, dann wäre der Gleichtaktstrom auf diesem Kabelbündel genau das gleiche wie der Strom eben auf einer Einzelleitung. Diese Einzelleitungen an Knotenpunkten miteinander verknüpft und am Ende gibt es eben Abschlüsse, Abschlusswiderstände, Geräte, die an diesen Kabeln angeschlossen sind. Und der nächste Punkt ist, dass diese Geräte eben oft nicht lineares Falten aufweisen, zum Beispiel weil da Halbleiterbauelemente drin sind als Überspannungsschutzelemente oder weil eben ansonsten die Eingangsbeschaltung mit Transistoren zum Beispiel ein nichtlineares Verhalten aufweist. Und um diese drei Sachen geht es, also eben um die Einkopplung von ebenen Wellen in solche Leitungsnetzwerke, die mit nichtlinearen Halbleiterbauelementen abgeschlossen sind. Und dafür gibt es sogar schon ein Simulationsmodell, das wurde im letzten Jahr von uns auf einer Konferenz in Japan vorgestellt. Also auch Leitungsnetzwerk aus drei Leitungen, beispielhaft, die sich an einem Punkt treffen. Jede Leitung hat einen Abschlusswiderstand gegenüber der Massefläche und eine Leitung hat noch zusätzlich eine nichtlineare Last, eben eine ideale Diode. Und für dieses Funnel-Simulationsmodell gibt es auch schon validierende Messungen, die wir bei uns gemacht haben in unserer GTM-Zelle. Das gleiche Netzwerk, drei Leitungen, die sich in einem Knotenpunkt treffen, die eben mit koaxialen Durchführungen sozusagen und Abschlusswiderständen dahinter Linie abgeschlossen sind oder wenn man an die Durchführung auf der anderen Seite oder unterhalb der GTEM-Zelle eben sowas wie Hochfrequenzdetektoren anbringt, kann man dieses Leitungsnetzwerk auch nicht linear abschließen. Und dann wurde dieses Leitungsnetzwerk angeregt mit einer pulsförmigen Welle, ziemlich starke Amplitude aus einem Pulsgenerator und dann eben mit einem Oszilloskop die eingekoppelten Spannungen an den Leitungsenden gemessen, die eben auch Geräte sehen würden als eingekoppelte Störspannung von diesem externen Feld. So, darum soll es gehen und nach dieser kurzen Einleitung und Motivation würde ich jetzt dann weiterhin das Simulationsmodell erklären, dabei insbesondere auf das Leitungsmodell und dessen Ersatzschaltbild eingehen und so ein paar verschiedene Strategien für die Netzwerksimulation diskutieren. Und dann zur Validierung auch ein Beispiel zeigen und ein paar beispielhafte Ergebnisse diskutieren. Dazu erstmal die Parameter des beispielhaft betrachteten Leitungsnetzwerks zeigen und die einfallnehmende Welle diskutieren. Und dann gibt es ein paar Beispiele für lineare Abschlüsse und ebenso für nicht lineare Abschlüsse. Und am Ende gibt es natürlich eine kurze Zusammenfassung. So, das Simulationsmodell soll auch hier mal
drei Leitungen berücksichtigen, wobei das eigentlich auch dann beliebig viele sein könnten, aber um mal sozusagen einen einfachen Einstieg zu haben, drei Leitungen, die sich an einem Punkt treffen, oberhalb einer Massefläche. Jede Leitung ist mit einem Widerstand abgeschlossen und es gibt dann sozusagen in diesem Netzwerk einen Knotenpunkt und die Leitungsenden sind auch als Knotenpunkte bezeichnet. Und die Spannungen, die berechnet werden, sind eben die Spannung an den Leitungsenden, an diesen Widerständen und die Spannung in der Mitte. Das sind die Ergebnisse, die man später in den Diagrammen sieht. Und die einfallende Welle, die hier wirkt, ist ein einzelner Sinuspuls mit einer, naja, Periodendauer kann man das nicht nennen, aber sozusagen einer Pulsbreite von einer Nanosekunde. Also wenn sich diese Pulsform wiederholen würde, würde das eben einer Frequenz von einem Gigahertz entsprechen. Und die Amplitude ist relativ hoch, 1 Kilovolt pro Meter, die ist so gewählt, dass nichtlineare Abschlüsse, also Dioden, so weit durchgesteuert werden, dass sie eben auch durchbrechen. Also dass man, auch wenn es nichtlineare Bauelemente gibt, die eben nicht nur in ihrem linearen Arbeitsbereich betreibt, sondern da auch mal den Knick in deren Kennlinie sieht. Deswegen diese recht hohe Amplitude der einfallenden Ebenenwelle. Dann kann man aus diesem Leitungsnetzwerk ein Ersatzschaltbild bauen. Auch hier sieht man sozusagen diese drei Leitungen. Jede Leitung besteht aus relativ vielen Zellen und jede Zelle besteht immer aus einer Längsinduktivität und einer Querkapazität und einer Spannungsquelle, die das einkoppelnde, einfallende tangentiale Feld repräsentiert. Und diese tangentiale Spannung hier ergibt sich aus der einfallenden Welle, die ja dann hier an der Massefläche reflektiert wird. Und dann gibt es halt eine reflektierte Welle. Also das ist die Summe aus der einfallenden und der reflektierten Welle multipliziert mit der Länge von diesem Leitungselement. Also Feldstärke mal diese Länge ergibt dann diese Spannung. Und die Indizes sind hier so zu verstehen, dass das hier wäre halt die erste Leitung, erste Zelle, ups. Erste Leitung, zweite Zelle, zweite Leitung, erste Zelle, zweite Leitung, zweite Zelle und so weiter und so fort. Und jede Leitung ist mit Widerständen abgeschlossen. Hier sind wieder diese Spannungen zu finden, also die eingekoppelten Spannungen an die Leitungsenden und in der Mitte. Und dann gibt es noch die sogenannten transversalen Spannungen, die rühren daher, dass hier zur Berechnung der Einkopplung die Agarwal-Formulierung der Leitungsgleichung benutzt wird und bei denen braucht man eben noch diese transversalen Spannungen an den Leitungsenden. Die gibt es dann eben auch am Ende der ersten Leitung, am Ende der zweiten Leitung und am Ende der dritten Leitung und an der zweiten Leitung kann eben hier noch zusätzlich diese Diode angeschlossen sein oder eben verschiedene Diodenkonfigurationen, die später noch erklärt werden. So, und dann würde ich gerne kurz auf die verschiedenen Strategien für die Netzwerksimulation eingehen. In den bisherigen Simulationen wurde immer MATLAB als sozusagen übergeordnetes Framework benutzt. Da wurden in einem Programm die Parameter für das Netzwerk und für die einfallende Welle festgelegt. Und dann wurde daraus für die Netzwerksimulation sozusagen eine Netzliste erstellt, in der alle diese Bauelemente dieses Ersatzschaltbildes drinstehen. Und in denen auch sozusagen die Positionen des Feldes oder die Feldstärke an diesen Positionen festgelegt sind. Und dann gab es zwei Sachen in MATLAB, die im Prinzip parallel liefen, nämlich ein Feldlöser, der halt das Feld berechnet hat, das Feld an allen Positionen des Leitungsnetzwerkes, das man eben braucht, um diese eingekoppelten Spannungen in diesen ganzen Zellen zu berechnen. Und nebenbei lief eben eine Netzwerksimulation in einem selbstgebauten Spice-Solver. Das soll mal hier diese zwei Pepperoni-Früchte sein. Das ist das selbstprogrammierte Spice in MATLAB. Und das war halt auch so die Idee. Also, dass man ein Spice in MATLAB zumindest so recht einfach und recht schnell programmieren kann und dann das einfach mit diesem Feldlöser koppeln kann. Ja, und dann purzeln am Ende die Ergebnisse raus und man kriegt halt seine eingekoppelten Spannungen an den Leitungsenden. Das funktioniert so ganz gut, hat aber ein paar Nachteile, auf die ich nachher noch eingehen würde. Deswegen ist halt so die andere Idee, wir nehmen halt einen richtigen
Spice Solver zum Beispiel T-Spice von Linear Technology oder jetzt von Analog Devices und koppeln das mit MATLAB. Also es gibt immer noch MATLAB als übergeordnetes Framework, in dem in einem Programm die Parameter festgelegt werden, aber dann wird halt sofort eine komplette Spice-Netzliste erzeugt, die alle Bauelemente enthält und aus der sozusagen sich auch automatisch das elektrische Feld für alle Positionen und Zeiten berechnen lässt, sodass nicht mehr für jeden Zeitschritt dieser Feldlöser und der Netzwerkserver miteinander gekoppelt werden müssen, sondern dass der Netzwerklöser sich automatisch das Feld für alle Zeiten und für alle Positionen entlang der Leitung berechnen kann und man dann potenziell ein bisschen schneller zu seinen Ergebnissen kommt. Das ist so die Idee. So, und wie sieht das dann aus? So sehen dann, also die Schwierigkeit ist eigentlich, sich sozusagen vorher hier Formeln zu überlegen, die einem automatisch in dem Spice das die Feldstärke für jede Position und für jeden Zeitpunkt berechnen. Und das muss irgendwie in der Netzliste untergebracht werden. Und dafür nimmt man sogenannte B-Quellen. Also hier ist mal gezeigt, ne, also das wäre der Abschlusswiderstand am Anfang der ersten Leitung und halt die B-Quelle für diese für diese transversale Spannung und da steht halt drin eine Amplitude und die Funktion von diesem Sinuspuls und dann eben bestimmte Zeitverschiebungen und in diesen Zeitverschiebungen steckt im Endeffekt drin, aus welcher Richtung kommt die Welle und wann ist diese ebene Wellenfront eben an welcher Position entlang der Leitung entsprechend der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und dann ist hier der Abschlusswiderstand der zweiten Leitung. Da ist dann das Diodenmodell hier untergebracht in diesen beiden Zellen und dann geht das so weiter. Also das ist dann das Ende der dritten Leitung und das ist dieser Knotenpunkt in der Mitte und die transversale Spannung, die da auftritt. Und dann geht diese Netzliste weiter und beinhaltet eben auch die ganzen Zellen entlang der Leitung mit den Längsinduktivitäten, mit den tangentialen Spannungen, auch da wieder Sinusfunktionen mit bestimmten Amplituden und mit bestimmten Zeitverschiebungen und diese Querkapazitäten. Und von diesen Zellen gibt es dann eine ganze Menge. Also dieses Netzwerk, diese Netzliste hier, die hat etliche 100 bis 1000 Zeilen. Und dann wird am Ende gesagt, welche Spannungen sollen dargestellt werden. Das sind die Störspannungen, die in einen interessierenden an den Leitungsenden. Und wie lange soll diese Simulation laufen? Hier mal sowas wie 20 Nanosekunden. So, und dann kann man damit auch relativ schnell Ergebnisse diskutieren. Und das Leitungsnetzwerk, um das es hier mal gehen soll, das soll halt Leitungslängen von 40, 30 und 50 cm haben, die jeweils 1 cm über der Masseebene liegen diese Leitungen und verschiedene Leiterradien haben, aus denen sich dann auch verschiedene charakteristische Impedanzen ergeben. Und naja, für die Pulsbreite bzw. Anstiegszeit dieses Sinuspulses kann man sich dann überlegen, dass eben die ja, Laufzeit entlang einer solchen Zelle im Prinzip immer klein sein sollte gegenüber dieser Anstiegszeit. Und dann kommt daraus, dass man Details dazu findet man in dem Paper, in dem Bericht, dass man ja doch schon für diese trotzdem recht kurzen Leitungen bei diesen kurzen Anstiegszeiten eine erkleckliche Anzahl von Zellen braucht, damit diese Simulation eben sinnvoll ist und einem sinnvolle Ergebnisse liefert. Also sowas wie ein 100 bis 200 Zellen aus diesen Längsinduktivitäten und Querkapazitäten pro Leitung. So, aus denen kann man dann diese partiellen Kapazitäten und Induktivitäten berechnen. Die sind dann relativ klein, die kommen dann ganz oft in diesem Leitungsersatzschaltbit vor. Und die Abschlusswiderstände sind mal so gewählt, dass die erste Leitung hier eben passend angepasst zu dem Wellenwiderstand abgeschlossen ist. Also an diesem Leitungsanfang oder an diesem Leitungsende sollte es im Prinzip keine Reflexion geben. Dieser Widerstand hier ist doppelt so groß wie die charakteristische Impedanz. Das heißt, da sollte es Reflexion geben, weil das sowas wie eine Fehlanpassung in Richtung Leerlauf ist. Und die dritte Leitung hier ist mit dem halben Widerstand gegenüber dieser charakteristischen Impedanz abgeschlossen. Das heißt, dass auch hier soll es Reflexion geben, aber mit einem anderen Reflexionsfaktor, weil das eben hier eine Fehlanpassung in Richtung Kurzschluss ist. So, und damit kann man dann auch schon simulieren.
Und das ist jetzt mal eine Anregung aus Richtung der ersten Leitung in diesem Netzwerk. Wenn ich nochmal auf das Netzwerkbild zurückgehe, das ist dieses hier, dann kommt die Leitung, dann kommt die anregende Welle jetzt eben aus Richtung dieser Leitung. Also das heißt, die trifft diesen Punkt zuerst. Das heißt, hier sollte was passieren, dann sollte an der zweiten Leitung hier was passieren und auch in der Mitte. Und ganz zum Schluss erst sollte an der dritten Leitung hier hinten was passieren. Und das sieht man auch ziemlich gut. Also bei der ersten Leitung passiert erst was, dann passiert eben bei der zweiten Leitung und in der Mitte etwas. Und bei der dritten Leitung hier die rote Linie dargestellt, da passiert halt erst zum Schluss was. Und dann sieht man, dass halt ja, dieser Puls diese Leitung trifft und dann läuft er halt erstmal eine Leitung entlang und wird reflektiert und dann sieht man halt diesen Puls in abgewandelter Form und überlagerter Form nochmal. Und es gibt dann eben so ein paar Reflexionen hin und her und dann schwingt sich das so langsam aus. Aber man sieht auf jeden Fall diesen einen einfallenden Puls da mehrfach. Und hier sind mal zwei Sachen verglichen, nämlich mit diesem eigenen Netzwerksimulator, also diese linke Idee. Das eine Spice, die zwei Pepperoni und das Ganze mit dem LT-Spice. Und dann sieht man, dass das relativ gut übereinstimmt. Und diese Lösung mit dem eigenen Netzwerksimulator hier, die wurde in dem vorhin zitierten Beitrag da auch mit einer anderen Lösung im Frequenzbereich verglichen und validiert und mit einer Full-Wave-Simulation in Konzept und in NEC. Und auch da zeigte sich eine sehr gute Übereinstimmung. Also dieser Sache kann man hier trauen und damit kann man auch der IT-Spice-Geschichte trauen. So, und das Ganze ist jetzt hier nochmal dargestellt für den Fall, dass die ebene Welle aus der Richtung von Leitung 2 kommt. Dann sieht man, dass natürlich an der zweiten Leitung zuerst was passiert und dann erst an der ersten Leitung und in der Mitte und dann zum Schluss wieder bei der dritten Leitung hier in Rot dargestellt. Und auch hier ergibt sich eine gute Übereinstimmung und dann das Ganze nochmal, dass die Welle dieses Leitungsnetzwerk aus Richtung 3 trifft, dann passiert natürlich als erstes hier in Rot dargestellt an der dritten Leitung was, das dann in der Mitte an diesem mittleren Knotenpunkt und dann eben am Leitungsanfang der ersten Leitung und der zweiten Leitung. Und auch hier gibt es wieder mehrere Reflexionen dieses einen einkoppelnden Pulses und dann schwingt das hier so langsam aus. So, wie sieht das jetzt aus mit nichtlinearen Abschlüssen? Und da wurden mal verschiedene unterschiedliche Konfigurationen untersucht, nämlich eine Diode in Vorwärtsrichtung parallel zu dem Abschlusswiderstand R2 am Anfang der zweiten Leitung, dann eine Diode in Rückwärtsrichtung und zwei antiparallele Dioden. So, was sollte jetzt hier passieren? Also bei der Vorwärtsdiode sollte passieren, dass natürlich die Diode vorwärts leitend wird. Und dann sozusagen die Spannung an diesem Widerstand hier begrenzt auf ihre Durchbruchspannung, die halt bei einer normalen Siliziumdiode so bei 0,7 Volt liegt. Also hier sollte es keine positiven Spannungen größer 0,7 Volt geben, aber dafür beliebig große negative Spannungen. Hier ist das genau andersrum. Es kann keine negativen Spannungen geben, größer als minus 0,7 Volt, aber beliebig positive Spannungen. Und hier werden positive und negative Spannungen begrenzt auf plus minus 0,7 Volt. Also das wäre so eine klassische Überspannungsbegrenzung mit zwei antiparallelen Dioden. So, jetzt kann man sich dazu die Ergebnisse angucken. Und zwar trifft hier die einkoppelnde ebene Welle die Leitung immer aus der Richtung der zweiten Leitung. Und wir schauen zuerst mal auf die eingekoppelte Spannung am Anfang der ersten Leitung, sozusagen die Spannung über diesen Abschlusswiderstand. Und zwar für diese verschiedenen Konfigurationen, für lineare Abschlüsse, für diese Vorwärtsdiode, für die Rückwärtsdiode und für zwei antiparallele Dioden. Und dann sieht man, dass die halt am Anfang recht gut übereinstimmen, weil, naja, wir gucken ja auf den Anfang von der ersten Leitung und diese verschiedene nichtlinearen Abschlüsse, die sind ja am Anfang der zweiten Leitung. Und das heißt, da muss erstmal irgendwie dieses Signal die Leitung hinlaufen und die Leitung zurücklaufen, bis wir halt am Anfang der ersten Leitung da irgendwie einen Unterschied sehen. Deswegen liegen diese Kurven hier am Anfang erstmal alle aufeinander und hier am Ende gibt es dann so einen Unterschied. Und dann sieht man, dass mit linearen Abschlüssen das halt
relativ schnell abfällt und dass das mit den nichtlinearen Abschlüssen, an denen es eben ja stärkere Reflexionen gibt, weil das eine Fehlanpassung im Zweifelsfall in Richtung Kurzschluss ist, das sozusagen länger nachklingt und länger nachschwingt. Und dass dann hier zwischenzeitlich auch mal wieder relativ große Spannungen, Störspannungen erreicht werden, die fast so groß sind oder sogar vielleicht ein bisschen größer als dieser erste Puls. So, das Gleiche kann man sich auch am Ende der zweiten Leitung angucken. Hier passiert jetzt genau diese Spannungsbegrenzung. Also, wenn man lineare Abschlüsse hat und dann an dieser stark oder einigermaßen fehlangepassten Leitung in Richtung Leerlauf gibt es dann hier schon relativ starke Spannungen, minus 15 bis plus 10 Volt. Und bei der Vorwärtsdiode sieht man, werden halt diese Spannungen auf maximal 0,7 Volt begrenzt, aber es gibt beliebig große negative Spannung. Bei der Rückwärtsdiode ist das genau andersrum. Da kann es positive Spannung geben, aber die negativen Spannungen werden halt auf minus 0,7 Volt begrenzt. Und bei den beiden antiparallelen Dioden, da gibt es hier fast gar keine Spannung mehr, weil man die sowohl nach oben als nach unten begrenzt. Das wäre so diese klassische Spannungsbegrenzung, ein Überspannungsschutz. Am Abschluss dieser zweiten Leitung, am Abschluss einer Leitung in diesem Kabelbaum. Also ne, mit den zwei antiparallelen Dioden wäre jetzt hier aus EMV-Sicht natürlich irgendwie alles okay. Keine großen Störspannungen, obwohl da ziemlich viel Feld in diese Leitung einkoppelt. So, jetzt kann man sich das noch am Ende der dritten Leitung angucken. Da passiert sowas Ähnliches wie bei der ersten Leitung. Am Anfang ist das erstmal gleich, weil diese Signale müssen ja erstmal auf den Leitungen hin und her laufen und dann passiert auch was Spannendes, nämlich im Fall, dass die zweite Leitung da diesen Überspannungsschutz hat und sozusagen stärker fehlangepasst ist, gibt es hier mal stärkere Spannung. Also in das nichtlinear abgeschlossene Leitungsnetzwerk werden jetzt stärkere Spannungen eingekoppelt als in das linear abgeschlossene Netzwerk. Und das ist natürlich aus EMV-Sicht jetzt nicht so schön, weil an Leitungsende 2 ist es zwar besser, da haben wir die Spannung begrenzt, aber am Leitungsende 3, an einer anderen Leitung in diesem Leitungsnetzwerk, kriegen wir jetzt auf einmal potenziell höhere Spannung, die natürlich ein größeres Störpotenzial mit sich bringen. Und was man auch sieht, ist, dass das hier wieder länger braucht, bis es jetzt ausklingt. Und das Gleiche kann man sich auch nochmal an diesem Knotenpunkt in der Mitte anschauen. Da passiert halt genau das Gleiche. Auch hier werden im Fall der nichtlinear abgeschlossenen Leitung 2 höhere Störspannungen an diesem Knotenpunkt in der Mitte erreicht, gegenüber der Masseebene. Und auch hier klingelt das länger aus. So, und die Moral von der Geschichte ist, naja, man kann halt in so einem Leitungsnetzwerk schon irgendwie an einem Leitungsende die Spannung begrenzen mit einem Überspannungsschutzelement, aber dann ist es so ein bisschen wie bei einer Luftmatratze oder wie bei so einem Wasserbett oder wie bei so einer Hüpfburg. Wenn man das irgendwo runterdrückt, den Störpegel, dann ploppt der halt an einer anderen Stelle hoch. Und ja, also wenn es irgendwo besser wird, dann muss es irgendwo schlechter werden. Wenn es am Leitungsende 2 besser wird und man die Spannung begrenzt, dann wird es jetzt irgendwie am Leitungsende 3 und in der Mitte dieses Leitungsnetzwerkes schlechter. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie da noch ein Überspannungsschutzelement hinbauen, dann wird es wahrscheinlich am Ende der ersten Leitung schlechter werden. Und wenn man jetzt überall Überspannungsschutzelemente hinbaut, dann ist die Leitung super stark fehlangepasst und dann werden halt diese Störpulse sehr lange entlang dieser Leitung laufen und immer wieder reflektiert werden, weil nichts mehr da ist, was sie so wirklich absorbiert. So, zusammenfassend lässt sich also sagen, in diesem Beitrag wurde ein sehr schönes Framework entwickelt, mit dem man die Einkopplung von ebenen Wellen in Leitungsnetzwerke simulieren kann in MATLAB. Das funktioniert im Zeitbereich sowohl für lineare als auch für nichtlineare Abschlüsse. Und das Leitungsnetzwerk wird dabei eben behandelt durch ein Ersatzschaltbild, das sehr effizient und numerisch stabil in einem echten SPICE-Netzwerksimulator, in dem Fall LT-SPICE, berechnet wird. Und der Vorteil dabei, wenn man jetzt eben LT-SPICE nimmt, ist, dass es in diesem kommerziellen SPICE-Simulator eine ganze Reihe von schon vorgefertigten Bauelementbibliotheken gibt für nichtlineare Bauelemente, die man natürlich nutzen kann und die für die es viel, viel, viel komplizierter wäre, die in diesen eigenen selbstgebauten SPICE-Simulator in MATLAB reinzubauen. Und der zweite Vorteil von dem SPICE ist, was hier gerade die Effizienz bringt, der hat halt eine automatische Zeitschrittwahl,
die dann längere Zeitschritte nimmt, wenn jetzt gerade nicht so viel passiert, und die kürzere Zeitschritte nimmt, wenn da eben sehr viel passiert in der Simulation. Und dieses Framework wurde validiert gegenüber einer existierenden Frequenzbereichlösung auf Basis der BET-Gleichung und auch auf Basis der Momentmethode, wobei da eine Konzept- und Indexsimulation benutzt wurde. So, und damit könnte man jetzt natürlich noch ein paar andere tolle Sachen machen. Zum Beispiel könnte man auch sich mal die Feldeinkopplung nicht von Fernfeldern, sondern von inhomogenen Nahfeldern angucken, indem man jetzt diesen ganzen Zellen in dem Simulationsmodell, ja, also indem man eben jetzt sagt, nicht, dass hier ist irgendwie die Ebenewelle an dem einen Zeitpunkt und die Ebenewelle zum anderen Zeitpunkt, sondern das ist das Feld, das inhomogene Nahfeld an der einen Position, das inhomogene Nahfeld an der anderen Position, und dann schauen, was wie eben solche inhomogenen Nahfelder in so ein Leitungsnetzwerk einkoppeln. Und die andere Idee wäre, dadurch, dass jetzt diese Zeitbereichssimulation halt sehr schnell und sehr effizient abläuft, dass man damit auch mal statistische Einkoppelprobleme etwas näher angeht. Also schaut, wenn diese ebene Welle zum Beispiel jetzt diese Leitung aus verschiedenen Richtungen trifft, also nicht nur mal von hier und von hier und von hier, sondern aus allen möglichen Richtungen, von oben, von links, von rechts, aus einem bestimmten Winkel, dann könnte man halt sich sowas wie den Mittelwert, die Standardabweichung und den Maximalwert über ganz viele verschiedene Einfallsrichtungen und ganz verschiedene Polarisationen und auch verschiedene Zeitfunktionen dieses einfallenden Pulses anschauen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn jede Simulation halt relativ schnell geht, und das macht sie jetzt. Also dieser Netzwerksimulator, der hier vorher programmiert wurde, selber in MATLAB, der brauchte halt ja, sowas wie ein paar Minuten. Und der jetzt braucht halt sowas wie ein paar Sekunden oder wenige Sekunden, um zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, man kann damit auch sehr viele Simulationen sehr schnell hintereinander machen. Das ist der Vorteil. So, und die wichtigsten Ergebnisse, also wenn es Fragen gibt, gerne per E-Mail oder in das Kommentarfeld unter diesem Video. Und die wichtigsten Ergebnisse findet man auch nochmal auf meiner ResearchGate-Seite. Auch da kann man sich diese Präsentation runterladen. Man findet die Kurzfassung dieses Beitrags. Auf Anfrage rücke ich auch gerne das Paper heraus. Und man findet dort vor allem die LT-Spice-Netzlisten, die MATLAB-Programme und auch die LaTeX-Quelltexte, sodass man halt diese Simulation auch selber nochmal mit seinem eigenen LT-Spice ausprobieren kann und nachmachen kann. Und mit diesem MATLAB-Programm kann man natürlich auch verschiedene Einfallsrichtungen der ebenen Welle einstellen. Man kann die Parameter und die Leitungslänge in diesem Leitungsnetzwerk ändern und so weiter und so fort. Man kann eben die ganzen Ergebnisse hier aus diesem Beitrag auch gerne nachprüfen, wenn man der ganzen Sache nicht so traut. Und das geht sogar noch ein bisschen einfacher. Dafür muss man nicht mal MATLAB installieren auf seinem Rechner, weil ich halt die ganzen Quelltexte auch als Octave Online Buckets zur Verfügung gestellt habe. Ich werde auch diese Links hier nochmal in die Kommentare unten posten. Findet man eben Programme, um diese linearen Simulationen nachzumachen, also Einkopplung aus Richtung von Leitungs 1, 2, 3, und dann diese verschiedenen Simulationen mit den nichtlinearen Abschlüssen am Ende von der zweiten Leitung für die Diode in Vorwärtsrichtung, Rückwärtsrichtung und für diese beiden antiparallelen Dioden. Ja, damit vielen Dank. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne per E-Mail oder hier unten in die Kommentare. Dankeschön.